Sie sind hier, 23. November 2018, 21 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Julia Behnke war beste deutsche Werferin gegen Brasilien. Urheberrecht Getty Images. Die deutschen Handballerinnen verlieren zum Auftakt eines Vierländer-Turnieres gegen den Panamerikameister. Die EM in Frankreich beginnt am 1. Dezember. Eine Woche vor dem EM-Start suchen die deutschen Handballerinnen noch nach ihrer Bestform. Das Team von Bundestrainer Henk Gröner verlor zum Auftakt des Vierländer-Turniers in Alicante gegen Panamerikameister Brasilien mit 19:20, 8:9, bis zum EM-Start am 1. Dezember gegen Titelverteidiger Norwegen testet die Auswahl des deutschen Handballbundes DHB in Spanien noch am Samstag gegen die Gastgeberinnen 21 Uhr und am Sonntag gegen Polen 18 Uhr. Beste deutsche Werferinnen waren Julia Behnke, die verletzte Kim Nijinevicius bei der EM als Kapitänin vertreten wird, sowie Ina Großmann und Marlene Zapf mit jeweils 3 Toren. Wir haben ein ordentliches Spiel in der Anfangs- und Schlussphase gemacht. Zwischendurch haben wir es aber etwas aus der Hand gegeben, sagte Gröner. Am Ende stand die Abwehr wieder so, wie sie stehen soll. Wir haben wichtige Erkenntnisse gewonnen. Das war ein guter, nützlicher Test zum EM-Auftakt gegen Norwegen. Die deutsche Mannschaft wird nach dem Vierländer-Turnier noch bis Mittwoch in Spanien bleiben, reist dann über Paris in den EM-Spielort Brest an der Atlantikküste. Nach dem Auftakt gegen Norwegen sind in der schwierigen Gruppe die Rumänien, 3. Dezember 18 Uhr, und Tschechien, 5. Dezember 18 Uhr, die weiteren Gegner. Die ersten 3 Mannschaften dieser Gruppe qualifizieren sich für die Hauptrunde Gruppe 2, die ab 7. Dezember in Nancy ausgespielt wird. Vom 14. bis 16. Dezember ist dann das Finalwochenende in Paris-Bercy mit Halbfinals, Spiel um die Plätze 5/6, jeweils am 14. Dezember, sowie Spiel um Platz 3 und Finale am 16. Dezember. Der Europameister qualifiziert sich direkt für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Die 3 Medaillengewinner lösen zudem das Ticket für die WM 2019 in Japan. Zudem ist die EM-Platzierung entscheidend für die neuen WM-Playoffs, die am 15. Dezember in Paris ausgelost und im Juni 2019 ausgespielt werden. Jetzt die Sport1-App herunterladen, von Sportinformationsdienst.